du ruhig sein? Also was mit den Kindern? Was ist denn los? Was ist denn geschehen? Meine Mami hat gesagt, wir sollen uns alle bei dir bedanken. Ja, das hat mein Papi auch gesagt. Und mein Papi hat gesagt, du bist der allerliebste und allerbeste Mensch von der ganzen Welt. Aber geh, aber geh. Ja, hat meine Mami auch gesagt. So. Und darum geben wir dir hier diese Blumen und gratulieren dir zu deinem Namen. Dankeschön, sehr, sehr lieb. Und dass du dir dein kleines Nasal putzen sollst, das hat dein Papi nicht gesagt? Hat er nicht gesagt? Nein, ist aber schon die höchste Zeit. Da komm her, werden wir gleich in Ordnung haben. So. Und jetzt werdet ihr mir versprechen, dass ihr sehr brav seid, ja? Ja! Elmut? Was, Elmut? Ruhig, gut. Jetzt geht ihr auf den Platz und zeigt mir, was ihr gelernt habt. Also los! Also los, ganz famos, also frisch drauf los. Erinnerst du dich noch, wie wir im Jockey-Club gewettet haben, dass jeder von uns auch, wenn es darauf ankommt, sein Brot verdienen könnte? Ja, ich habe allerdings damals nicht geahnt, dass ich es so rasch werde beweisen müssen. Ein Graf Dassel oder Enröde Wittenburg, gut, Intendant. Nein, ich kann das. Mit dem Grafen ist hier nichts. Wieso? Den Grafen habe ich hier ausgezogen, verstehst? Ja. Vor dir steht Bela Zürich, Gutsverwalter. Ah. Das ist ja nicht verschnappt. Nein, nein. Also hast du mir alles geordnet? Alles erledigt, also die Quittungen habe ich bei mir. Du hast jetzt gar keine Schulden mehr. Ja, aber auch leider kein Vermögen. Das macht gar nichts. Ich werde arbeiten, nicht wahr? Da schauen wir um dich. Soweit dein Auge reicht. Felder, blühende Felder, siehst du? Da verstehe ich etwas davon. Da stelle ich meinen Mann. Da will ich bleiben und arbeiten, bis ich meinem lieben kleinen Schwester oder Liesel eine Mitgift zusammengespart habe, um sie standesgemäß verheiraten zu können. Aber sie darf von der ganzen Geschichte aber nicht erfahren. Nein, natürlich. Also du jetzt kommst du ein bisschen zu mir herein, ja? Natürlich, ja. Ich freue mich ja so, das mache ich doch mal. Wo ist der Gutsverwalter? Gutsverwalter? Ja, Gutsverwalter wird in Gutsverwaltung sein. Großartig. Habe ich mir gleich gedacht. Na, also sagen Sie ja, wo ist denn die Gutsverwaltung? Sie sagen immer da.
Ach so, da. Servus! Servus, Verwalter! Da kommen Sie mal her! Italien? Da lese Gräfin Maritza und Koloman Schuppan empfehlen sich als Verlobte? Ja, empfehlen sich. Was sagen Sie dazu? Na, ich dachte immer, die Gräfin und... Ja, das dachte ich natürlich auch. Wer ist denn dieser Koloman Schuppan? Ja, wer ist er? Ich kenne alle Adels- und Fürstengeschlechter der Welt bis auf Christi Geburt. Aber ein Koloman Schuppan ist nirgends zu entdecken. Ich habe in Durlach auch niemals in Gesellschaft der Gräfin bemerkt. Wenigstens nie sichtbar. Vielleicht ein Hochstapler, ein Verbrecher, der es auf die nicht vorhandenen Millionen der Gräfin abgesehen hat. Er weiß wahrscheinlich auch nicht, was sie nicht weiß. Ich meine, dass ihm Geldkalamitäten ist. Durlach, das ist doch ein höchst aktueller Zustand. Ich finde das sogar außerordentlich reizvoll. Aber ich nicht. Ich gebe Hypothek, um sie zu sanieren, und sie verlobt sich mit Schuppan ohne Stammbaum. Guten Tag, Herr Liebenberg. Grüß Gott, Lampe. Guten Tag. Na, also was haben Sie auf dem Herzen? Ne? Gar nichts. Ich will Ihnen nur sagen, Herr Liebenberg, dass es mir Gottlob ganz gut geht. Also warum soll es Ihnen nicht gut gehen? Ne? Ich sage es bloß. Nicht, dass die Herrschaften denken, dass ich mich kränke, weil die Gräfin einen anderen Verwalter eingesetzt hat. Ich mach mir nichts draus. 20 Jahre habe ich das gut verwaltet und eines Tages sagt man mir, du bist kein Verwalter mehr, du kannst da bleiben, wenn du willst, aber nichts reinreden und gar nichts machen. Da sind Sie doch froh, werden Sie weniger Sorgen haben, nicht? Ach, ich mache mir ja nichts drauf. Schauen Sie sich diesen Hund an. Der war auch ein ganz junger Hund, wie er hergekommen ist. Jetzt ist er ein alter Hund. Ich würde es nie fertig bringen, ihm zu sagen, du bist kein Hund mehr. Ab heute bist du kein Hund, du bist ein Kaninchen. Ich würde es nie sagen. Ich würde ihm auch nie sagen, du kannst da bleiben, wenn du willst, aber mit den Bällen ist aus. Nicht einmal mit dem Schwanz wedeln. Naja, aber Sie müssen doch zugeben, dass Sie das vorige Jahr mit einem großen Defizit gearbeitet haben. Defizit? Ist es ein Wunder in den heutigen Zeiten Defizit? Wer hat heute Profit von seiner Arbeit? Na, aber Herr Dörrek hat doch das gut auf die Beine gestellt. Was, Herr Dörrek? Was hat der... Dörrek, Herr Dörrek hat das gut auf die Beine gestellt. Der Herr Dörrek. Ruhig! Antwort ihm selber. Er hat es gut auf die Beine gestellt. Das ist alles noch das Resultat von meiner Arbeit. Naja, aber Sie müssen doch zugeben, dass ein junger Mann ernster arbeitet wie ein älterer, nicht? Er geht ernst an der Arbeit, Herr Dörrek. Herr Dörrek geht an der Arbeit ernst, Herr Dörrek, ja. Immer Herr Dörrek, Herr Dörrek. Ruhig! Ich kann den Mann Dörrek nicht hören. Warum geht er ernst an der Arbeit, weil er Maschinen bestellt hat? Maschinen, dass die Arbeit rascher geht. Vorhin ist die Arbeit nicht genügend schnell gegangen. Alles mit Maschinen. Die Eier brüteten mit Maschinen. Ein Glück, dass ich nicht selber drauf sitze. Herr Lampe! Was ist? Unsere Kuh-Marie hat gekauft. So. So ein schönes Kälbchen. Warum hast du mich nicht gerufen? Herr Dörrek hat den Tierarzt bestellt. Na, haben Sie gehört? Herr Dörrek hat den Tierarzt bestellt. Als ich Verwalter war, habe ich jedes Kalb persönlich zur Welt gebracht. Was sagst du zum Herrn Zürich? Ach, reg dich nicht auf. Der soll machen, was er will, mein kleiner Hund. Na, bist du wieder da? Hallo, Dattilo. Na? Ist der verrückte Fürst schon fort? Ja, entschuldige, dass ich so lange da war. Aber bitte. Möchtest du mit einem ehrenvollen Auftrag in das Abwesen? Na? Ich soll nämlich einen Nebenbuhler ein bisschen rumbringen. Das kannst du doch machen, nicht? Ja, später. Zuerst trinken wir noch ein Glas Wein. Oh, ne? Fein. Weil die Geilung ist nicht. Großartig. Was ist Reis oder los? Rot, wenn ich nicht da. Bitte, ja. Bitte. Danke. Rutka. Rutkassilo. Gesundheit. Ist das mal. Hast du deiner Schwester Lisa verschwiegen, dass du ihr gut verwaltet bist? Ja, sie ist ja fast noch ein Kind, nicht? Und in all dem falschen Luxus aufgewachsen. Ich hab's nicht übers Herz gebracht, dir zu sagen, dass wir arm sind. Nicht? Sie sind in Bukarest in einem Pensionat. Kaum eine Stunde für den Fern. Das ist aber für mich ist so eine Beruhigung. Das ist so halbwegs in ihrer Nähe.
So, das finde ich eigentlich sehr nett von dir, dass du so besorgt um deine Schwester bist. Entschuldige, das ist doch selbstverständlich, ne? Ich fühle mich sehr wohl hier. Die Gräfin bezahlt mich fürstlich, kommt niemals hierher. Sie kennt mich nicht einmal. Sie hat mich bloß auf meine energische Handschrift hin engagiert. Ich sage dir, es ist direkt idyllisch. Na und wir in Wien, wir gehen dir gar nicht ab. Na ja, heißt manchmal. Manchmal doch verreisten ordentlich. Wenn es abends wird, wenn die Sonne schien, wenn der Geigeton von der Kutta klingt, sieht die Gott allein hier beim Jadl sein, denkt wie schön wär's in Wien jetzt zu sein. Wann der gute Mond dort am Himmel droht, herunter sein, da wie brot mein Freund, lieber Mond, unser Friedlein Lauf, der mir zu, den ich trag, dir was aus. Bringst mir die Zinsen, die reinsten an Frauen in schönen Wien. Grüß mir die Augen, die lachenden Blauen, grüß mir die Donau und grüß mir der Wasser in schönen Wien. Grüß mir heimliche Gassen, wo Pärchen des Abends grüß mir mein sinnendes, klingendes mir mein Wien, mein Wien, mein Gräfin, am meisten habe ich mich über eure Blumen gefreut. Das hat doch bestimmt der gute Lampe arrangiert. Nein, Frau Gräfin, das hat der neue Verwalter arrangiert. Sie haben ja keine Ahnung, wie tüchtig der ist. Ja, man hat mir über ihn Wunder erzählt. Er soll hier alle Menschen glücklich machen. Na, alle nicht. Aber der Tierarzt, der wird schon ein reicher Mann werden. Ja. Vormittag müsst ihr mit Schlag 36 und 48 fertig werden. Großartig. Na, mein lieber Lampe, wie lange haben wir uns eigentlich nicht gesehen? Sehr lange nie, Frau Gräfin, sehr lange. Als Sie zum letzten Mal hier waren, so habe ich noch du zu Ihnen gesagt. Mhm. Ja. Na, wenn es niemand hört, kannst du noch immer du zu mir sagen. Danke, nie, Frau Gräfin, danke. Und sonst bist du hier mit allem zufrieden? Ja, ja. Ich bin sehr, sehr zufrieden.
Hoffentlich hast du nichts dagegen, dass ich einen neuen Verwalter eingesetzt habe. Schauen Sie, Frau Gräfin, kann ich wirklich du zu Ihnen sagen? Gewiss. Das war eine große Gemeinheit von dir. Also weißt du, Lampe, du hast wirklich keine Ursache, so verzweifelt zu sein. Nein. Na, komm her. Ich danke, dass ich immer ruhig auf mich verlasse. So, einen Moment, Herr Kollege. Die Gräfin wird sofort da sein. Sie kommt schon. Das ist er. Was wünschen Sie? Frau Gräfin, ich bitte um das, mich Ihnen vorstellen zu dürfen. Warum haben Sie das nicht vorhin beim allgemeinen Empfang getan? Verzeihung, ich war den ganzen Tag auf dem Feld und musste mich erst umkleiden. Also, es freut mich, Ihre unschätzbare Bekanntschaft gemacht zu haben. Sie können gehen. Ich bitte nochmals um Verzeihung. Ich hätte Frau Gräfin ganz gewiss nicht gestört. Hätte ich nicht befürchten müssen, einen Fauxpas zu begehen, wenn ich mich erst morgen früh vorgestellt hätte. Wo wollen Sie denn hin? Frau Gräfin hat mich doch weggeschickt. Weil es mir gepasst hat, Sie fortzuschicken. Jetzt passt es mir, dass Sie bleiben. Sie werden mich morgen früh abholen und durch das Gut führen. Wie Frau Gräfin befiehlt. Um 7 Uhr erwarte ich Sie hier. Wollen Frau Gräfin fahren oder reiten? Das werde ich Ihnen morgen früh sagen lassen. Bitte schön. Noch ein. Wie war doch Ihr Name? Türk. Bela Türk. Also, Herr Türk? Heute haben die Bauern Feiertag. Es wird nicht mehr gearbeitet. Verzeihung, Frau Gräfin, das geht nicht. Die Ernte muss heute noch eingebracht werden. Darüber habe ich zu bestimmen, Herr Verwalter. Verzeihung, Frau Gräfin, ich habe die Ernte bereits verkauft und wenn mir jetzt der Regen einen Strich durch die Rechnung macht... Sie scheinen zu vergessen, dass ich Ihre Herrin... Werde ich niemals vergessen, Frau Gräfin. Aber Sie scheinen zu vergessen, dass ich als Verwalter die volle Verantwortung trage. In 2 Wochen wird die Gräfin ohrfeigen. Sie können gehen. Aber wenn es regnet, Frau Gräfin, ja, dann werden wir Ihnen einen Regenschirm kaufen. Marha, was heißt das? Rindvieh. Angestellten muss man kurz umgehen. Dann mach doch keinen Unsinn. Du musst doch an deine Schwester Lisa denken. Heutzutage liegen die Stellungen nicht einfach so auf der Straße. Du hast wohl recht. An die Lisa muss ich schon denken. Naja, und wenn die Gräfin dann sieht, was du hier alles geleistet hast, wie das alles hier klappt, dann wirst du sie schon klein kriegen. Aber das will ich ja gar nicht. Das will ich ja gar nicht. Na? Du, das heißt ja. Aha. Na, und wie ich das will. Klein muss sie werden. Ganz klein. So klein, dass man sie überhaupt nicht mehr sieht. Ja, so klein muss er werden. Noch immer zu groß. So klein, so klein gelten. Ja. Du? Und wenn wir Freunde bleiben wollen, hast du in Zukunft nicht mehr gegen Herrn Törrück zu arbeiten. Ich gegen ihn? Was geht ja mich an? Er versteht seine Sache. Er ist sehr tüchtig. Ja, und sehr elegant. Ach, schon gehört. So, und jetzt will ich dir mal was über meine Verlobung sagen. Frau Gräfin, ich habe mich nicht getraut zu fragen. Wer soll glücklicher sein? Also, Lampe, dieser Verlobte hat nie gelebt und wird nie leben. Hat nie gelebt und wird nie leben? Ich weiß, ich habe gelesen, der Golem. Aber okay. Sein Groß. Ich also, Lampe. Und weißt du, man hat mich einfach belagert wie eine Festung. Jeder hat mir einen Heiratsantrag gemacht. Natürlich auch mein Gutsnachbar, der Fürst Popov. Ja, das passt ihm, ja. No, also, ich habe tagelang über einen Menschen nachgedacht, der überhaupt nicht existiert. Da sehe ich eines Tages auf dem Flügel den Klavierauszug von der alten Operette Zigeunerbaron liegen. Zigeunerbaron, ja. Ich öffne das Buch und finde darin den Namen Koloman Schuppan. Na, da habe ich einfach eine Annonce aufgegeben. Gräfin Maritza und Koloman Schuppan empfehlen sich als Verlobte.
damit ich endlich meine Ruhe habe. Sagen Sie, Frau Gräfin, der existiert nicht, der hat nie existiert, wird nie existieren. Nein, wird nie existieren. Gott, wie werden da die Kinder aus? Gräfin, es ist höchste Zeit, sich umzukleiden zur Wohnungsfeuer. Es ist alles großartig arrangiert. Essen, Trinken, Zigeunermusik, Tschardas. Lampe, morgen früh um 7 Uhr liegen wir alle unterm Tisch. Der Tierarzt wird wieder verdienen. Was geht das mit? Meine Herrschaft, hochverehrte Gräfin, ich wollte eigentlich mit meiner Rede warten, bis der Bräutigam, Herr Kollemann Schiffern, unter uns ist. Denken Sie, meine Herrschaften, er kann nicht erscheinen. Nein. Was? Eine Verlobung ohne Bräutigam. Eine dringende Familienangelegenheit. Aber wir haben verabredet, dass wir heute unsere Verlobung feiern. Er doch und ich hier. Ein Bräutigam fangt die Stance. Ist ja eine echte Marita. Trösten Sie sich. Zur Hochzeit wird er bestimmt da sein. Und nun, meine Herrschaften, trinken Sie mit mir auf das Wohl meines Bräutigams. Der Bräutigam erlebe hoch, hoch. Fleißig, Kinder. Abends gibt's dann ein gutes Glas allein. Sag schön, Herr Verwalter. Melden Sie mich der Gräfin Maritza. Ja, jetzt hat sie keine Zeit, kommen Sie später. Sie wird doch Zeit haben für den Bräutigam. Wer sind Sie? Ich bin der Bräutigam, Koloman Schuffer. Matschinas, Sie Schwindler. Was erlauben Sie sich? Herr, Sie leben doch nicht. Warum soll ich nicht leben? Wir brauchen Sie ja nichts vorzumachen. Sie existieren doch überhaupt nicht. Sie sind nur am Klavier gelegen. Wo bin ich gelegen? Bei der Gräfin, am Klavier. Sagen Sie mal, wie sieht eigentlich dieser Koloman Schuppan aus? Ein Bild von einem Mann. So. Blond oder schwarz? Blond oder schwach? Beides. Beides. Groß oder klein? Auch beides. Immer witzig, Marvin. Schmelzen Sie an. Was geht das nicht an? Bitte aber recht vorsichtig, ja? Na. Drei Schweine suchen Sie. Drei Schweine? Ja, zwei kleine und ein großes. Das große heißt Koloman Schuppan. Koloman Schuppan? Ja, der am Klavier gelegen ist. Hallo? Hallo? Sie, kommen Sie rein. Sie mit den Schweinen, kommen Sie. Grüß Gott, guten Abend, gibt's Jan. Koloman Schuppan, Koloman Schuppan, Koloman Schuppan, Koloman Schuppan, Koloman Schuppan, Koloman Schuppan, ich hab schon gehört. Mein Verlobungsgeschenk. Mutzikam und Putzikam. Ich bitte tausendmal um Entschuldigung, pardon. Soll ich ihn rausschmeißen oder wollen Sie das haben? Ha? Wir wollen das haben. Meine Damen und Herren, ich... verehrter Papa... Oh, Papa? Oh. Habe ich gewissermaßen großen Blödsinn gesagt, nicht? Oh, ich bitte tausendmal um Entschuldigung. Pardon. Geliebtes, wie bist du auf mich gekommen? Davon später. Wo wohnst du eigentlich? In Varaždin. Schönste Gegend von ganz Ungarn. Habe ich riesen Schweinezüchterei da. Ja, hab zigtausend Schweinerl. Hast du auch Schweinerl? Auch zigtausend Schweinerl. Ja,
Das ist großartig. Dann legen wir deine zigtausend und meine zigtausend Schweinedel zusammen und da haben wir die größte Schweinerei von der ganzen Welt. Also, meine Herrschaften, darf ich Ihnen meinen Bräutigam vorstellen, Koloman Schupan. Das bin ich. Koloman Schupan, Koloman Schupan, Koloman Schupan, Koloman Schupan. Gräfin, ich bin kein Schmeichler, aber ich glaube, dass ich Ihnen sehr, sehr gut gefallen werde. Ich bin fest davon überzeugt. Das ist aber charmant. Schauen Sie, Gräfin, Sie sind so schön, so reizend, so... Nicht so stürmisch, junger Mann. Ja. Ich glaube, es ist besser, wir unterhalten uns erstmal ein bisschen. Komm. Darf ich meinen Arm greifen? Ja, sehr. Also hören Sie mal zu. So, jetzt kann es regnen. Und jetzt wissen Sie, wieso Sie mein Bräutigam geworden sind. Ja, Frau Gräfin, ich kann nicht zurücktreten. Die Zeitungen in Varaždin sind voll mit unserer Verlobung und ich kann nicht verzichten. Na, na, na. Frau Gräfin, ich bin doch nett, reizend, charmant, hübsch. Ja, und Sie schauen auch ganz gut aus. Dankeschön. Lieber der wie der Türk. Frau Gräfin, Sie machen mit mir bestimmt einen Haupttreffer. Also, Wiedersehen. Lampe, dort steht der Törek. Wo? Aha, ja. Frag ihn, ob er mein Verlobungsfest teilnehmen will. Na, was geht das Ihnen an? Du hast zu fragen. Ein Verwalter bei... Du? Was geht das mich an, bitte? Frau Gräfin lässt fragen, ob Sie an Ihrem Verlobungsfest teilnehmen wollen. Ich bedauere sehr, an diesem Fest nicht teilnehmen zu können, weil ich selbst Gäste in der Schenke habe. Sehr richtig. Ist auch besser für Sie, wenn Sie sich in diese Privatsachen nicht reinmischen. Saufen Sie sich an und legen sich schlafen. Alter Esel. Nur alt bin ich nicht. Kommt er? Nein. Er sauft sich an und legt sich schlafen. Hier, Zucker, Herr. Wie einer. Ihr habt alle brav gearbeitet, ihr seid alle meine Gäste. Auch ich war ein feiner Sardasch, aber lieb. Abkommandiert Zigeuner, gerade so wie ihr. Hab mir die süßen Geigen singen lassen, den Champagner fließen lassen, gerade so wie ihr. Ihr müsst nicht gar so stolz drin sitzen, heut beim Wein. Wer weiß, vielleicht kann's morgen schon ganz anders sein. Vielleicht spielt morgen die Zigeunerfiedel ganz genau dasselbe Lied, anders wo zum Wein. Thank you.
Ich werde ihn herlocken. Herr Türk, die Gräfin wünscht es, dass Sie sofort kommen sollen. Die Gräfin wünscht es? Ja. Oh, Herr Verwalter! Ihr Lied war sehr schön. Auch bitte singen Sie es doch noch einmal vor. Frau Gräfin, ich bitte um Verzeihung. Der Wein und die Zigeunermusik rissen mich so plötzlich hin. Ich kann jetzt nicht mehr singen wie vorher. Ich bin nicht mehr in Stimmung. Stimmung? Was heißt das Stimmung? Ich wünsche, dass Sie singen. Also singen Sie doch, die Gräfin es befiehlt. Aber bitte singen Sie doch. Aber lassen Sie sich doch nicht so lange bitten. Frau Gräfin, dieses Lied weckt gewisse Erinnerungen in mir. Ich bitte Sie innigst, von Ihrem Wunsch abzusehen. Ich bin nicht gewöhnt, wenn ich etwas wünsche, ein Nein zu hören. Das wäre das erste Mal. Dann ist es eben das erste Mal. Wenn Sie Frau Gräfin amüsieren wollen, bitte. Hier ist Musik. Hier sind Zigeuner. Dassilo,
Ja, das war aber wirklich nicht recht von mir. Was? Ich bin auch nur ein Mensch. Ich kann nicht anders. Da hättest du doch gesungen. Ich sing nur, wann ich will. Ich sing nur, wann ich in Stimmung bin. Ja, ja. Jetzt sing ich. Ja, bitte, Zigeuner, da her. Zigeuner, na, also mach, was du willst, bitte. Oh, Zigeuner, komm, Zigeuner, spiele jetzt was vor. Komm, Zigeuner, zeig jetzt was vor.
Herr Turk ist draußen. Zu zeitlich kommt der Herr. Soll ich ihn wegschicken? Ich lasse bitten. So zeitlich? Du? Er kommt, wann er will und geht, wann er will. Wir warten Sie. Guten Morgen, Frau Gräfin. Frau Gräfin, haben mich für 7 Uhr bestellt? Die Pferde sind schon da. Ja? Dann lieber mein Kutschierwagen. Kutschierwagen? Auch schon da. Auch schon da? Dann lieber mein Auto. Auto? Auch schon da. Bei denen ist alles schon da. Und dann gehen wir eben lieber zu Fuß. Bitte. Für alle Fälle habe ich auch ein Flugzeug kommen lassen. Sagen Sie, einen Roller haben Sie mit. Wollen Sie, Frau Gräfin, überzeugen? Alles hat er bestellt, nur den Tierreis hat er vergessen. Jetzt bin ich aber schon langsam müde. Wollen Frau Gräfin nicht doch lieber fahren oder reiten? Nein, ich gehe. So, na gut, dann gehen wir halt. Fräulein Lisa, nur habe ich Ihnen alles erzählt, ja? Und sagen Sie, weiß Gräfin Maritza, dass Ihr Verwalter mein Bruder ist? Na, er nennt ihn hier Dörrik und nicht Wittenburg. Und sie liebt ihn wirklich? Na, dass er sie liebt, das ist klar. Na, wenn mein Bruder solche Opfer für mich bringt, dann ist das ja selbstverständlich, dass ich in diesem Schüppern vom Hals schaffen muss. Na, natürlich. Ja. Die Hauptsache aber ist, dass sie ihn wie verliebt macht. Mach ich. Aber was ist denn dieser Zupfern für ein Mensch? Wie sieht er denn überhaupt aus? Da schauen Sie hin. Der? Ja, der mit den Schweinen, das ist er. Ach, ist der süß. Ja. Keine angenehme Aufgabe. Na, also los. Also los, bleiben Sie hier, ich fahre inzwischen das Auto weg, ja? Ja. Warten Sie auf mich, nicht? Schönes Wetter ist heute, ne? Ja. Wie? Ja. Komm mal, Schubert. Lisa. Ja, habe ich schon gesehen. Ja. Ja. Schöne Schweine. Ja, das meine Schweine. Ihre Schweine? Ja, ja, ja. Ach. Süß, nicht? Ja, ich finde aber süß. Schau mal die Tante an. Wenn ich mal eine Frau lieben werde, die nenne ich mal auch so wie... Ja, ich denke, Sie lieben die Gräfin Maritza. Ja, sie kann ich aber nicht so nennen wie Puttigam und Muttigam. Nein, jetzt bin ich aber wirklich hungrig. Durstig auch? Ja. Das trifft sich ja großartig. Alles vorbereitet. Wo? Wo Sie wollen, Gräfin. Da, dort, da drüben, auch hier in der Scheune. Hier in der Scheune? Mhm. Nein. Nein. Dann gehen wir lieber ins Tochterhäuschen. Umso besser. Es wird ohnehin gleich regnen.
können wir den Regen dort haben? Hm? Bei Odeuvel. Stocker. Sie sind wirklich ein unangenehm tüchtiger Mensch. So kennen Sie meine liebe Leidensgeschichte, oder besser gesagt, meine leidige Liebensgeschichte. Und Sie glauben wirklich, dass Gräfin Marissa Sie wieder liebt? Ja, zuerst habe ich daran geglaubt. Aber gestern Abend, wie dieser Türk dazwischen getanzt hat, da hat sie mich ganz miserabel behandelt. Sehen Sie? Ja. Die ganze Nacht bin ich im Bett auf und ab gegangen und vor Kummer konnte ich nicht schlafen. Na, jetzt kann ich Ihnen ja sagen, die Gräfin Marissa macht sich gar nichts aus Ihnen. Nicht so viel. Ich bin so unglücklich. Oh, sind Sie vielleicht auch am Ende unglücklich verliebt? Nur sagen Sie bitte, wer ist dieser Trottel, den Sie lieben und Ihre Liebe nicht erwidern? Ja, dieser Trottel. Denken Sie, er liebt eine Frau, die sich gar nicht um ihn kümmert, die ihn auslacht. Ja, und dabei merkt er gar nicht, Er merkt gar nicht. Na, so ein Idiot. Ja. Wie kann man so ein goldiges, süßes, reizendes, blondes Mädchen wie Sie nicht lieben? Ja. Ja, wissen Sie, wenn ich in Gräfin Marissa nicht verliebt wäre, ich... Ach Gott, diese Marissa. Sie brauchen doch gar nicht der Gräfin Marissa. Schauen Sie, Sie brauchen eine Frau, die lieb zu Ihnen ist. Eine Frau, die ein bisschen zärtlich zu Ihnen ist. Ja, ich frage... Bitte vielleicht etwas tiefer. Ja, das habe ich sehr gern. Hier, ja? Oh, danke schön. Sagen Sie bitte, Fräulein Lisa. Ja? Können Sie sich an mich gewöhnen? Ich? Gut, vielleicht. Sie hat eventuell gesagt. Ich habe vielleicht gesagt. Da wollen wir uns einigen. Vielleicht, eventuell. Wissen Sie, wen ich liebe? Gräfin Marissa. Reizend ist das hier. Hier bleibe ich. Ich gehe überhaupt nicht wieder zurück ins Schloss. Das ist charmant. Wollen Frau Gräfin nicht Platz nehmen? Hm? Bisschen, wo darf ich sitzen? Sie sitzen hier. Ist ja. Merkwürdig. Jetzt sehen Sie plötzlich ganz anders aus, Gräfin. So wie ein kleines Mädel, das einen Weekendausflug macht. Ich fühle mich auch plötzlich so. Wirklich? Hm? Da heißt es aber achtgeben. Denn sonst bilde ich mir wirklich ein, Sie sind ein kleines, armes Mädel und da könnte mir leicht ein Wort herausrutschen, das ich vor der Gräfin nicht verantworten könnte. Sprechen Sie doch. Ich sag's ja der Gräfin nicht wieder. Ehrenwort? Großes Ehrenwort. Dann kann ich's erinnern. Also, Sie sind der Herr, der das kleine Mädel zum Weekend begleitet. Mhm. Sozusagen der Wochenendkavalier. Na, und was sagt so ein Wochenendkavalier gewöhnlich zu seinem kleinen Mädchen? Erst eine halbe Stunde sagt er meistens, schönes Wetter ist draußen. Und wenn's regnet? Dann kauft der Lampe einen Regenschirm. Und so ein Weekend-Kavalier spricht nur vom Wetter? Er weiß eben nicht, ob er das sagen darf, was er gern sagen will. Na, und wenn er sagen darf, was er sagen will, was sagt er denn dann? Dann sagt er gar nichts. Dann fasst er sie bei der Hand und dann zieht er ihr tief in die Augen. Na und wie? Sie schaut zurück. Und dann? Für
Verzeihung. Das war nur der Wochenendkavalier. Diese armen Mädels haben es aber gut. Die reichen auch. Und weiter sagen Sie gar nichts mehr? Und was geschieht weiter? Dann werde ich Ihnen 1000 zärtliche Torheiten ins Ohr flüstern. Und 1000 törichte Zärtlichkeiten. Dann werde ich Sie bitten, sag ja, mein Lieb, sag ja, solang das Glück dir noch mag. O fühl, wie zärtlich mein Arm dich hält. Ich trag dich fein in die Welt. Ich trag mit starrer Hand dich fort ins Märchenland. Ach ja, ich nahe dich. Er hat gesagt, Sie sind der reizendste Mensch, der ihm jemals begegnet ist. Sehr nobel von Ihnen. Ja. Ich habe gleich gesagt, der Mann hat etwas Vornehmes an sich. Ja. Er hat gesagt, ich bin ihm sympathisch. Ja. Ja. Sind Sie jetzt noch böse auf ihn? Noch hören Sie aber einen Menschen, der mich sympathisch findet. Es kommt doch im Leben so selten vor, dass man einem so die Wahrheit ins Gesicht sagt. Also, Sie müssen sich aber jetzt eingefallen tun. Bitte? Sie müssen zwei Menschen von der Gräfin Marita fernhalten. Bitte, wer soll das sein? Der erste ist der Fürst Popov. Der Popov? Nur den werde ich ganz einfach sagen, der soll Ruhe geben. Aber nein. Sie müssen doch das durch die Blume sagen. Durch die Blume? Gut, ich stelle ihn dorthin vor die Blumen. Und werde ihm durch die Blumen sagen, ja, er soll nach Hause gehen, soll sich schlafen legen. Ja, aber nein, Sie müssen doch das diplomatisch anfangen. Diplomatisch? Gut. Ich werde das besprechen mit meinem Hund. Wieso mit dem Hund? Der reißt ihm die Hose runter. Nein, diplomatisch. Sagen Sie uns, wer soll der Zweite sein? Der Zweite ist der Koloman Tschupan. Der Tschupan? Na, von Tschupan kannst du der Herr Turek befreien. Wieso, Turek? Ja, der soll ihn zum Tierarzt führen. Wirklich, dass Sie zufrieden waren, Gräfin. Wenn Sie ein ebenso guter Verwalter wie Frühstücksarrangeur sind,
habe ich einen guten Griff an Ihnen getan. Verzeihung. Das Frühstück habe ich eben allein arrangiert. Wenn Sie das Vertrauen haben wollen und mich auch hier gut allein verwalten lassen wollen, dann werden Sie sicherlich sehr, sehr gut damit fahren. Ha, damit wollen Sie wohl sagen, dass ich nichts davon verstehe. Aber nein, das will ich keineswegs sagen. Ich meine nur, kommandieren kann eben nur einer. Sehr richtig. Und der bin ich. Da müssen Sie aber auch die volle Verantwortung tragen. Aber wozu sind Sie denn da? Mein Gott, ich bin doch dann überflüssig, Gräfin. Wenn Sie meinen, will ich ausnahmsweise nicht widersprechen. Dann muss ich allerdings die Konsequenzen daraus ziehen. Bitte schön. Bitte schön. Herr Tarek! Bitte, Gräfin. Sie können gehen. Lisa, zwischen mir und Gräfin Maritza, alles aus. Ach, das passt ja großartig. Zwischen mir und dem jungen Mann, von dem ich Ihnen erzählt habe. Der Idiot. Ja, zwischen uns ist auch alles aus. Er hat immer noch nichts gemerkt. So ein Trocken, so ein Idiot, so ein Hornopfer. Also ich möchte am liebsten ihm mit ins Gesicht hauen. Aber bitte sagen Sie mir, wer ist dieser Idiot? Also will ich Ihnen sagen, was Sie auch. Er ist, hübsch. Ja, elegant. Elegant. Aber leider völlig verblödet. Verblödet? Lisa, das kann nur ich sein. Also ich bin dieser Hornochse, ja. Dieser Idiot, dieser Trottel. Na, ich habe mir versprochen, mitten ins Gesicht zu hauen. Und? Oh. Gott, Hilfe. Au. Aber jetzt weiß ich, wie irrsinnig ich in Sie verliebt bin. Jetzt packen Sie die Sachen und kommen Sie. Wohin? Komm mit nach Varaschin. Solange noch die Rosen blühen, da wollen wir glücklich sein, wir beide ganz allein. Du bist die schönste Fee, von Debrecen bis Plattensee, drum möchte mit dir ich hin, nach Varaždin. Denn meine Leidenschaft brennt heißer noch als Gulaschsaft. Und in der Brust tanzt mir Tardak her und hin. Komm mit nach Varaždin, solange noch die Rosen blühen, ins Land der Liebe wollen wir jetzt hin. Bitte nicht lachen, der Isi, der Sachen, der Amor, der hat mich so gepackt. Die Urkraft der Triebe, das Feuer der Liebe, ich weiß nicht genau, wie man das sagt. Bitte, ein ganzlich, der Digger, so plötzlich, so stürmisch, der Herzen mich entfällt. Sie machen es, Sie machen es, Sie machen es, Sie sagen, noch mit Sie noch warten, Sie haben mich erschreckt. Das geht nicht, ich bin auch kein Poet, ich dichte nicht, ich rede nicht, ich sage nur, komm mit nach Varaždin. Noch lange noch die Rosen blühen, dort sollen wir glücklich sein, wir beide. Und den Stand des Guts geprüft, ja. Setzen Vertrauen in die Arbeit des Hessischen verwaltet und sind bereit, die verlangten Summen zu kreditieren. Das ist doch ein Riesenerfolg für dich, was? Oh, ich gratuliere dir. Ach, was ist denn los? Begreif dich gar nicht. Ja, warum ist es zu spät? Ach. Na, ich werde sofort das Telegramm aufgeben, ja? Ach, mach, was du willst. Aber jetzt lass mich ein bisschen, sei nicht böse.
für die Gutsverwaltung. Gutsverwaltung hier. Törek. Herr Törek? Ja, Herr Törek. Da Sie ja Ihre Stellung bei mir niederlegen wollen, wäre es vielleicht gut, wenn der Viertelstunde zu mir herüberkommen würde. Warum? Wegen der Abrechnung. Wegen der Abrechnung. Moment mal, warten Sie doch. Ja? Sie haben es immer so eilig. Also, es würde mich sehr freuen, wenn Sie, falls Sie nichts anderes vorhaben, heute mit mir speisen. Oh, furchtbar gern. Nur unter einer Bedingung. Nur dann, wenn Frau Gräfin so charmant, so entzückend sein wollen, wie im Försterhaus. Als ich dich gefragt, ob du mich lieb hast, hast du mir gesagt, dass du mein Glück hast. Aber lass dein Herz nicht so weit vor Liebe. Was dein Mund auch spricht, ich glaube es nicht. Du hast in deinen Augen den Himmel und das Glück. Du hast in deinen Augen was und das ist mein Geschick. Du hast mit deinen Augen gesagt, ich hab dich lieb. Sie geben mir die Antwort, die dein Mund mir schuldig blieb. Ihr blauen Sterne, seitdem weht mir ins Liebe klar. Dir mein armes Herz im Brand. Du hast in deinen Augen den Himmel und das Glück. Und wirst du tief hineingeblickt, für den gibt's kein Zurück. Diese Marita ist die entzückendste Frau, die ich jemals gesehen habe. Ja. Na, du jetzt komm mit mir in den Park. Nein, ich will nicht. Los hinaus. Ich will dir etwas zeigen. Was willst du denn zeigen? Na, da wirst du Augen machen. Na, komm, na los. Also gut, Ja, Liedl, na, das ist aber eine liebe Überraschung. Da hab ich dir gesagt, du wirst Augen machen, was? Schwer ist das Leben, gnädige Frau Gräfin. Was hast du denn schon wieder? Ich bin sehr gekränkt. Ja. Sie haben mir nicht gesagt, dass Sie sich verloben werden. Ich mich verloben? Ja, so? Ja. Verlobungskleid haben Sie schon an mir. Ich weiß, mit dem Herrn Törek. Aber Lampe. Ja. Ich habe ja, gegen Herrn Törek habe ich ja nichts einzuwenden. Als Bräutigam kann er ja wunderbar sein. Nur als Verwalter sind mein Geschmack. Also lassen Sie, kannst du so dummes Zeug reden? Sie werden sehr glücklich sein mit ihm. Er ist ein wunderbarer Mensch. Und in alle Stücke reißen holt er den Tierarzt. Schwer ist das Leben. Du bist der anständigste Mensch von der Welt. Aber Gerhard. Du, wie soll ich dir das jemals danken? Hast du es schon getan? Hast deinen Nebenbuhler aus dem Weg und das große Opfer gebracht, dich selbst in ihn zu verlieben? Na, ehrlich gesagt, das Opfer war nicht so groß. Sonnenschein fühlt dich ein, liebes Schwesterlein. O frohe Kinderzeit,
sonniger Stunden. Ach, wie weit seid ihr entschwunden? Süßer Pracht, kleiner Schatz, heft dich einmal hin. So vergnügt war ich lang nicht mehr, wenn wir auf grüner Flur Kinder nur sprangen. Ich und du immer zusammen. Glaubten wir, was er lacht, Blumen sehr, Walde bracht, alles ist für ungemacht. Schwesterlein, Schwesterlein, du sollst fein glücklich sein. Sonnenschein, hüll dich ein, liebes Schwesterlein. Herr Tarek soll sofort zu mir kommen. Jawohl. Entschuldigen, Herr von Tarek. Gräfin lässt Sie bitten, ja? Ja, komm ich schon. Ja. Entschuldige mich, aber. Ja. Jetzt wird verlobt. Ja, komm. Sie haben mich gerufen, Gräfin, da bin ich. Hoffentlich habe ich Sie nicht gestört. Gestört? Nicht, aber mein Beruf hier ist nur der, Ihnen zu dienen, Gräfin. Wollen wir die Bücher und Kassenbelege durchsehen? Das später. Wo haben Sie bis jetzt gesteckt? Im Schloss, im Park. Meine Gedanken waren stets bei Ihnen. Sie sind ein Allerweltskünstler. Was Sie so alles gleichzeitig leisten. Wie soll ich das verstehen? Nun, dass Sie bei Ihrer schweren Arbeit überhaupt noch an mich denken, macht mich direkt stolz. Ach, einmal in Ihre Augen gesehen, Marissa, kommt nie mehr davon los. Das habe ich schon so oft gehört. Vor allem von den Leuten, denen meine Gelder mehr am Herzen gelegen haben als meine Augen. Meinen Sie das? Wie ist es mit meinem Kassenbestand? Ach, ausgezeichnet, Gräfin. Ganz famos. Mit einem Wort. Ich bin eine gute Partie. Ich verstehe Ihre Worte nicht. Wenn eine Frau so reich ist wie ich, dann kauft man wenigstens keine Katze im Sack. Ah, so. Gute Freunde sind am Werk. Sie meinen, meine Liebe zu Ihnen geht nach Ihrem Scheckbuch. Da kann ich ja diese Unterredung als beendet betrachten. Einen Augenblick. Lampe! Herr Thomas, Sie sollen sich nicht umsonst bemüht haben. Ich pflege für die Dienste, die ich in Anspruch nehme, zu zahlen. Da, da, nehmen Sie als Lohn für Ihre Dienste. Es waren ja sehr amüsante Stunden. Da, da, nehmen Sie, nehmen Sie. Behalten Sie das Geld. Sollte Sie nicht zu mir sprechen, Gretchen. Das dürften Sie mir nicht sagen. Ja, ich behalte das Geld. Singen! Ihre Rede! Da! Da!
eigentlich geschehen? Ich weiß es nicht. Aber sie musste doch eine Aufklärung geben. Nein, ich will sie nicht mehr sehen, ich will sie nicht mehr sprechen. Ach, Silo, dann gehe ich. Ja, das hat ja doch keinen Zweck. Nur rasch fort. Gräfin, Verzeihung, Gräfin, Fräulein Lisa ist da. Wer? Kommt jetzt Lisa von Wittenburg. Sie wünscht, ihre Aufwartung zu machen. Darf sie? Nein. Ich will jetzt niemanden sehen. Sie soll nicht kommen. Nein. Bitte. Frau Gräfin lässt bitten. Aber sie hat auch Nein gesagt. Aber sie sagt Nein und denkt Ja, bitte. Wieso kommst du hierher? Aber Moritz, du hast mich doch gebeten, dich mal zu besuchen. Mich? Du meinst Herrn Törek. Ich habe gar nicht gewusst, dass er da ist. Du liebst ihn. Na, natürlich, ich habe ihn furchtbar lieb. Das sagst du mir so ins Gesicht? Aber Moritz, warum soll ich denn meinen Bruder nicht lieb haben? Deinen Bruder? Ja, natürlich. Du denkst dir, er hat die Stellung bei dir nur angenommen, damit er besser für mich sorgen kann. Denk dir doch. Gottes Willen, wie muss ich dem armen Menschen wehgetan haben? Maritza, ich muss die Verzeihung bitten. Ich habe mich mit deinem Bräutigam verlobt. Gut, gut. Sag nur, Lisa, was soll ich denn mit deinem Bruder machen? Ja. Ich glaube, wir müssen sofort zu ihm gehen. Sofort. Wird dir nichts anderes übrig bleiben, Maritza. Frau Gräfin, kommen wollen wegen der Abrechnung. Die Bücher für meinen Nachfolger. Damit er sich gut auskennt, mein Nachfolger. Hier ist die Kasse. Frau Gräfin, nachzählen. Stimmt alles. Oh Gott, zu schwer? Hm. Wollen Sie bitte Platz nehmen? Bitte, hier ist die Bilanz. Alles vorbereitet. Von 1240 Kühen wurden 63.000 Liter süße Vollmilch gewonnen. Die 823 Ochsen brachten einen Ertrag von 40.000 Pengö. Sehr nett von den Ochsen. Die Rentabilität des Gutes wurde gegenüber dem Voranschlag um 240.000 Pengö besser. Sie wollen also damit sagen, dass Sie sehr gut gewirtschaftet haben? Ich will damit nur sagen, dass meine Tätigkeit hiermit abgeschlossen ist. Wollen Frau Gräfin das Geld nachzählen? Sonst könnte vielleicht die Endsumme nicht stimmen. Bitte zählen Sie. Sie sprechen mit mir in einem Ton, als wäre nicht ich Ihr Chef, sondern Sie der meine. Da ich nun nicht mehr Ihr Angestellter bin, werden Sie erlauben, dass ich so spreche. 4, 7, 8. 5, 6 haben Sie vergessen. Bis 5 soll man doch zählen können. Stimmt ja. Sie werden ein Zeugnis von mir brauchen. Ja, ich bitte darum. Einen Augenblick. Pardon.
schwierigsten beim Schreibtischlager. Was soll ich denn schreiben? Schreiben Sie bitte. Bela Türk war mein Verwalter. Er hat fleißig, ehrlich und treu gedient. Treu können Sie weglassen. Fügen Sie bitte hinzu, er wäre niemals gegangen, wenn man ihm nicht so bitter Unrecht getan hätte. Haben Sie Unrecht? Nein. Eine Frau hat niemals Unrecht. Jetzt haben Sie recht. Fügen Sie bitte hinzu, er wurde gesund und lohnbefriedigt entlassen. Ist das alles? Das ist alles. Schade. Nun müssen wir uns Lebewohl sagen. Danke. Warum haben Sie mir nicht gesagt, dass Sie Lisas Bruder sind? Ist es nicht ganz gleichgültig, woher er kommt und was er ist? Ich habe zum ersten Mal im Leben eine Stellung angenommen, Gräfin. Und ich glaube, Sie gut ausgeführt zu haben. Aber Sie haben mich vom ersten Augenblick an wie einen dummen Jungen behandelt. Wie einen elenden Mitgiftjäger. Sie sollen sehen, Gräfin, dass Sie sich in mir getäuscht haben. Ich bin auf Ihr Geld nicht angewiesen. Ich will eine Stellung suchen, wo ich nicht mehr nach den Launen einer verwöhnten Frau zu tanzen habe. Leben Sie wohl. Verzeihung, Frau Gräfin. Verzeihung, Herr Graf, dass ich mich in eine Sache hineinmische, die mich überhaupt gar nicht angeht. Leider war das immer meine Schwäche und darum habe ich auch immer den Kürzeren gezogen. Du, Martha, ich muss dir aufrichtig sagen, ich habe da durch das Fenster geguckt und habe wahrgenommen, der Junge hat recht. Der Junge hat recht, sage ich dir mal. Kein Wort, jetzt sprich ich. Du, Graf, du hast das Glück, jetzt die Martha zu bekommen, die schönste, die feinste und die nobelste Frau von der ganzen Welt. Du, kein Wort, jetzt sprich ich. Du bist ein anständiger Mensch. Du bist ein braver Mensch. Ich habe dir alles verziehen. Auch den Tierarzt. Du wirst glücklich sein. Du bist ein Dickkopf. Marita, du bist auch ein Dickkopf. Oh nein. Sag, du bist ein Dickkopf. Noch nie im Leben haben zwei Menschen so zusammengepasst wie ihr beide. Gib die Hand her. Die Hand her, wenn ich. Gib die Hand her. Nein. Gib. Wozu brauchst du hier keinen Bleistift? Hand her. Und wenn eine Klage kommt, dann sollt ihr was erleben. Na, hat er nicht recht? Natürlich hat er recht. Na, wenn Sie das einsehen, dann können Sie doch ruhig hier bleiben. Sie haben mich doch entlassen. Lesen Sie mal zuerst das Zeugnis. Zeugnis? Als Verwalter muss ich dich entlassen? Jedoch als Gatte würdest du mir passen. Ist das dein Ernst, Martha? Aber das eine sage ich dir, Mann. Dann ist Schluss mit der Streiterei. Kommt ganz auf dich an. Du fängst doch immer... Aber mein Lieber, ich... Ruhig, jetzt rede ich. Du hast in deinen Augen den Himmel und das Glück. Und wer zu tief hineingeschaut, für den gibt's kein Zug.